Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns immer noch im wunderschönen Arteum mit dem seltsamen, aber sehr, sehr geilen Himmel irgendwie. Und wir haben hinter uns jemanden, dem wir noch helfen müssen. Der Andirivien oder so. Oh, da seid ihr ja. Der Reliktmeister sucht schon überall nach euch. Das bezweifle ich. Der Reliktmeister sucht nach mir, aber warum? Wisst ihr, ich habe nicht nachgefragt. Vielleicht hat es etwas mit den verschwundenen Relikten zu tun. Ja, das klingt irgendwie richtig. Relikte sind von Arteum verschwunden? Nun ja, aber der Reliktmeister schien wegen des ganzen Schlamassels nicht allzu aufgebracht. Wahrscheinlich ahnt er schon, wie wir sie zurückholen werden. Vielleicht habt ihr etwas damit zu tun. Geht einfach rüber in die Ruinen des Kollegs dort drüben. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Nun gut, ich werde mit dem Reliktmeister sprechen. Ja, und ich glaube, ich weiß, was das für eine Quest war. Wenn ja, ist das jetzt ein bisschen blöd, weil die können wir nämlich nicht mal ebenso erledigen. Aber es ist was Schönes, was ich euch noch zeigen muss. Ja, ja, das ist die Wundergarantie. Kommen wir hier rein. Ach, das ist ein anderer Reliktmeister, okay. Oh, war eure Ankunft für heute angedacht? Nun, es sieht ganz danach aus. Willkommen, willkommen. Ich hatte mit euch gerechnet, wenn auch vielleicht nicht ganz so früh. Ihr seid natürlich wegen der fehlenden Relikte hier. Ja, sorry, ich bin heute noch nicht ganz wach, weil ich hatte jetzt wieder 2 Tage stärkste Migräne. Das ist natürlich der Reliktmeister, nicht der Wissensbewahrer, hieß er, glaube ich, der gestorben ist. Ich komme hier ganz durcheinander mit diesen ganzen Titeln. Die Frau mit dem unaussprechlichen Namen sagte, dass sie mit mir sprechen wollt. Nun ja, warum würde ich nicht mit euch sprechen wollen? Ich warte schließlich schon auf eure Ankunft. Wisst ihr, das ist zufällig das Gewölbe von Moavita, wo der Psychic-Orden seine verfluchtesten Relikte verwahrt. Es ist allerdings eine Spur leerer als gewöhnlich. Wir hatten einen Einbruch. Jetzt weiß ich auch, welche Stimme das ist. Von der Diebesgilde der... Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der Agonia war es, meine ich. Dann hat also jemand die Relikte gestohlen? Ha, genau. Und ihr werdet diejenige sein, die uns dabei hilft, sie wieder einzusammeln. Hoffentlich bevor jemand zu Schaden kommt. Diese Gegenstände können für gehöriges Durcheinander sorgen. Als erstes solltet ihr jedoch den Psychic-Kodex lesen. Das sollte dabei helfen, euch auf den richtigen Stand zu bringen. Wenn ihr die Orte kennt, warum braucht ihr da noch meine Hilfe? Der Psychic-Orden mischt sich nicht in die Vorgänge außerhalb von Arteum ein, fürchte ich. Und die Relikte haben schon ihren Weg nach Sommersend gefunden. Die Gegenstände sind natürlich verborgen, aber der Kodex sollte euch die richtige Richtung weisen können. Warum sollte der Dieb die Relikte verstecken? Ich glaube, man nennt es einen toten Briefkasten. Einen Ort, wo man Gegenstände ablegt, damit jemand anderes sie unauffällig abholen kann. Unser Dieb hat alle Relikte aus eben diesem Grund versteckt. Natürlich werdet ihr es sein, der sie jetzt abholt. In Ordnung, ich werde das Buch lesen. So, und zwar ist das der Psychic-Kodex Liste der toten Briefkästen. Hier könnt ihr dann den Anfang starten. Das, was hier drin steht, sollen Hinweise darauf sein, wo die alle sind, diese sogenannten toten Briefkästen. Die haben übrigens auch noch, ja, eine kleine Besonderheit, diese Briefkästen, worauf ich jetzt im Moment noch nicht eingehen werde. Fertigt eine Abschrift. Fertigt eine Abschrift. Wie soll ich das denn machen? Fertigt eine Abschrift? Psychic-Siegel. Benutzt diese Schreibutensilien in einer Abschrift des Psychic-Kodex. Ja, wie denn? Ich habe hier nur... Ich nehme mal den Trinkschlauch weg, damit das hier nicht die ganze Zeit leuchtet. So. Ah, Papier und Feder kann ich jetzt benutzen. Jetzt, wo der Trinkschlauch weg ist. Okay. Gut.
Also ich habe mir die Liste quasi abgeschrieben. Na, bereit, auf euer großes Abenteuer loszuziehen? Ja, ich habe eine Abschrift des Buches angefertigt, auch wenn die Wortwahl etwas merkwürdig war. Ah, das tut mir leid. Ortsmagie ist nicht immer das, was man als präzise bezeichnen könnte. Ich kann euch allerdings sagen, dass all diese Orte irgendwo auf Sommers End sind. Das sollte eure Suche hoffentlich etwas einengen. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir über die Relikte sagen könnt? Nun, sie sind auf jeden Fall gefährlich. Ich würde es nicht empfehlen, eines von ihnen direkt anzufassen. Ihre Nebenwirkungen fallen unterschiedlich aus, aber keine davon ist angenehm, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Niedergeschlagenheit, Wahnsinn, unablässiges Lautespielen, solche Dinge in der Art. Unablässiges Lautespielen? Das ist viel schlimmer, als es klingt, glaubt mir. Ich habe Nachforschungen zu jedem der Relikte angestellt, falls ihr immer noch neugierig seid. Lest einfach die Schriftrollen, die vor ihren Schaukästen zu finden sind. Das sollte euch eine brauchbare Vorstellung von ihren Fähigkeiten vermitteln. In Ordnung. Ich packe das Relikt ein. Dann also einfach wieder zurück in seinen Schaukasten? Genau. Ihr müsst einfach nur den passend beschriebenen Schaukasten im Gewölbe von Moavita suchen und das Relikt hineinstellen. Das sollte dabei helfen, seinen Fluch sicher zu bannen. Nun, das sieht so aus, als könntet ihr loslegen. Und hier ist eine Kleinigkeit für eure Mühen. Ich bekomme eine Kleinigkeit für meine Mühen, und zwar die Abschrift des Tzitschik-Kodex, die ich gerade erst angefertigt habe. Das ist auch nicht schlecht. Ja, und natürlich ein bisschen Gold. Okay. Da ihr nun jederzeit zu eurer Reise aufbrechen könnt, stellt mir doch ruhig alle etwaigen Fragen, die ihr habt. Ich habe noch keine gesunde Neugier unbefriedigt gelassen. Ich würde gerne mehr über eure Position beim Tzitschik-Orden erfahren. Oh, gerne doch. Als Reliktmeister des Psychic-Ordens, eine Position, die ich schon einige Zeit bekleide, bin ich für das Sammeln, Erforschen und Erhalten aller Relikte verantwortlich, die für den Orden von Interesse sind. Jedes dieser Relikte neigt dazu, in gewisser Weise irgendwie hervorzustechen. Hervorzustechen? In der Regel handelt es sich um Gegenstände, die zu mächtig sind, als dass der Orden ihren Missbrauch erlauben könnte. In anderen Fällen sind sie schlichtweg rätselhaft und müssen erforscht werden. Das sind natürlich meine Lieblinge. Jedes Relikt wird selbstverständlich zur Sicherheit versiegelt und sorgfältig erhalten. Als Vorkehrungen wogegen? Nun, alle möglichen Sachen. Ich kann nicht mal sämtliche Effekte unserer Relikte auflisten, die sich auf das Gleichgewicht von Nirren auswirken würden, wenn ihre Macht nicht unter Kontrolle bliebe. Nicht, dass wir das jemals zulassen würden. Sie sind sorgfältig weggeschlossen, ausdrücklich aus diesem einen Grund. Aber jemand hat es geschafft, trotzdem einzubrechen, oder? Ah, ihr kommt gleich zum Kern der Sache, was? Der schlimmste Teil ist dabei, dass wir das kommen sahen. Unser Orden sieht die wichtigsten Dinge meistens schon voraus. Leider waren wir in dieser Sache machtlos und konnten es nicht aufhalten. Wisst ihr, wie der Dieb in das Gewölbe kam? Ich fürchte nicht. Immer wenn wir versuchen, das Geschehen zu betrachten oder auch nur herauszufinden, wer der Dieb ist, sehen wir nur Schatten. Das Werk finsterer Magie, ganz sicher. Ich würde mir wesentlich mehr Sorgen machen, wenn ich nicht von eurem rechtzeitigen Einschreiten wüsste. Macht ihr euch keine Sorgen, dass man wieder einbrechen könnte? Jene, die derart finstere Magie einsetzen, nun, sie behalten meist nicht lange die Kontrolle. Macht hat immer ihren Preis. Und ich vermute, dass unser kleiner Dieb teuer dafür bezahlen musste. Fürs Erste kümmere ich mich wie sonst auch um meine Pflichten. Na gut, jetzt muss man dazu sagen, dass das, was wir jetzt hier gerade angenommen haben, wie ihr sicher schon herausgefunden habt, eine Museumsquest ist. Das heißt, das sind diese ganzen Behälter, wo eigentlich diese toten Briefkästen in Anführungszeichen drin sein sollten. Und die müssen wir jetzt finden. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wir jetzt alle machen, aber ich zeige euch auf jeden Fall mal, anhand des ersten toten Briefkastens, hier sind wir runtergekommen, ne? Wie das Ganze überhaupt aussieht. Dann gehen wir hier einmal raus. Wieso darf ich hier nicht reiten? Sauerei. Hallo. So, Achso, der hat jetzt die andere Quest drin, ja klar. Also es wird auch, wenn man sich das hier mal anguckt, es wird hier auch nicht als Quest angezeigt. Nur die Risse in der Bucht, das ist halt noch das, was wir jetzt von dem Wissensbewahrer Zellarus vorhin bekommen haben.
Die ist natürlich noch drin, weil, also was heißt vorhin, das war in der vorletzten Folge, glaube ich. Die ist hier auf jeden Fall noch drin, weil ich die bisher nicht mehr weitergemacht habe. Aber diese Quest, diese Museumsquest wird mal wieder nicht angezeigt, was ich ein bisschen schade finde, weil ja, man nicht unbedingt weiß, wo man anfangen soll. Er hat zwar gesagt, dass man in Summer's End anfangen soll, aber mehr auch nicht. Ich reiß mal eben schnell dahin. So, und hierbei kann ich euch tatsächlich nur das Add-on Map Pins empfehlen, was ich euch schon in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge vorgestellt habe. Also in der Folge mit dem Zitschik-Orden, die vorletzte war es, glaube ich. Da braucht ihr dann hier nur auf Filter zu gehen. Und ich bin gerade am gucken, wir sind jetzt noch relativ weit oben. Hier seht ihr schon, wenn ihr auf Summer's End geht, da gibt es die Flaschenpost. Das sind so Sachen, die ihr einsammeln könnt, die zufällig spawnen. Zufällige Begegnungen werden auch angezeigt, aber auch die Relikte von Summer's End. Und wenn ihr das dann hier anmacht, dann seht ihr schon überall diese kleinen, ja, ich sag mal Kisten. Das sind die Relikte, die ihr besorgen müsst. Das ist zum Beispiel die Brustplatte der Austrocknung. Dann hier oben haben wir den stets gefüllten Pokal. Hier unten rechts haben wir die Tanzschuhe der Verschmähten. Hier haben wir das Stundenglas der wahrgenommenen Zeit. Hier in der Stadt haben wir den einfarbigen Pinsel. Dann hier in diesem Zipfel haben wir den Spiegel der unheilvollen Vorahnung. Hier oben beim Auge haben wir das Kissen der süßen Träume. Hier in der Nähe vom Boss den Fächer der falschen Fratze. Dann hier haben wir die Urne des Seelenhüters. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Das ist das zerspringende Schwert. Dann hier rechts vom Auge die Schattenschneiderklinge. Ich vergrößere das hier mal ein bisschen. Dann hier so links von mir haben wir den Schädel des kleinen Fluchs. Dann ein bisschen weiter unten links haben wir den entwirrenden Stab. Dann hier am Wasser haben wir die beredte Feder. Oh, Zungenbrecher. Dann hier am Wasser haben wir das Herz des Indrix. Dann hier unten, damit hatte ich mich übrigens vertan, als wir die Risse geschlossen haben. Da haben wir die Laterne der Lügen. Da müsst ihr nämlich tatsächlich dann am Weltboss hier vorbei. Die Brustplatte hier unten hatten wir schon, genau. Dann haben wir hier am Wasser nochmal die Truhe der Ächtung. Ein bisschen weiter links ist das die nie endende Schriftrolle. Mal schauen, dass ich hier nichts vergesse. Hier bei der Brutstätte der Königin, bei dem Boss, haben wir die Klebfingerlaute. Das hört sich schon böse an. Dann hier oben haben wir den unentrinnbaren Helm. Und ich glaube, damit haben wir dann alle... Genau, Fächer der falschen Fratze habe ich schon gesagt. Damit müssten wir dann tatsächlich alle einmal hier angezeigt haben. Ich habe das jetzt deswegen so ausführlich angezeigt, weil ich die jetzt nicht alle holen werde. Was ich aber machen werde, ist euch einmal zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zwar, weil ich möchte halt ein Let's Play machen und jetzt keine Anleitung zu den einzelnen Sachen, die man holen kann. So, und hier seht ihr dann, toter Briefkasten der Diebesgilde. Wenn ich jetzt hier gucke. Na, jetzt kann man es nicht mehr genau erkennen, aber das wäre eigentlich das, wo die Kiste steht, mit dem Schädel des kleinen Fluchs. So sehen die aus, einfach nur wie so kleine Kisten. Die öffnet ihr dann. Und dann passiert immer irgendetwas. Also es kann auch sein, dass ihr einfach so in Ohnmacht fallt oder was weiß ich was. Aber dann passiert halt eben was. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich die Sachen auch nochmal sammeln werde und entsprechend ja nochmal zeigen werde, was passiert, wenn wir alle gesammelt haben. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hier mit dranhänge.
Ich weiß, dass ihr das eventuell auch gerne anschauen möchtet, wie das so aussieht an den einzelnen Stellen, wie ihr da am besten hinkommt, aber es ist tatsächlich nicht so schwer, wie es klingt. Es sind allerdings sehr viele Sachen, die ihr holen müsst und ja, ich möchte halt mit dem Let's Play jetzt erst noch mal ein bisschen weiterkommen. Ich wollte jetzt keine Museumsquest beginnen. Ich meine aber, ich hätte auf Alpha Wölfin auch ein Video dazu gemacht, wo überall, also wie das aussieht bei den einzelnen Stellen, wie man da genau hinkommt und wo überall diese einzelnen Briefkästen zu finden sind. Das heißt, wenn euch das wirklich interessiert, dann schaut einfach danach. Die meisten gucken sich ja eher so ein Let's Play an, weil sie die Geschichte miterleben wollen, die Dialoge mitbekommen wollen und so weiter. Und ja, darauf möchte ich mich jetzt hier auf jeden Fall auch ein bisschen beschränken. Schaut gerne bei Alpha Wölfin rein. Oder wie gesagt, nutzt auch gerne Map Pins, also das Add-on dafür, wenn ihr das Ganze selber machen möchtet. Dann werdet ihr die Sachen auf jeden Fall schnell finden. Ja, dann würde ich sagen, es ist heute mal eine kurze Folge gewesen. Dadurch natürlich auch, dass wir die Sachen jetzt nicht alle ablaufen, aber das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Und ich muss ein bisschen vorbereiten für die Weihnachtstage, weil ich da ja das erste Mal tatsächlich, seit ich YouTube mache, auch mal ein bisschen ja die freien Tage genießen möchte und dementsprechend das Ganze ein bisschen vorgearbeitet haben möchte, sodass für euch jeden Tag wie gewohnt eine Folge rauskommt weiterhin und ich die Zeit ein bisschen mit meiner Familie genießen kann. Ich sage dann einfach mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.